Hallo, ich begrüße dich auf meinem Kanal. Schön, dass du hier bist. Heute zeige ich dir, wie berechnet man nach Numerologie, nach vedischen Numerologie, das Alter der Freiheit. Ein Alter, von welchem wir, oder besser gesagt von dem Zustand, von dem wir alle träumen. Der Zustand innere Freiheit, innere Klarheit. Der Zustand, in dem wir uns selbst genehmigen, frei zu werden, etwas nicht mehr zu tun oder was anderes tun, was wir wirklich wollen. Und jeder Mensch hat in seinem Leben so ein Alter oder ein Punkt, seinen individuellen Punkt, ab dem er plötzlich die Möglichkeit hat, sich selber für sein Leben zu entscheiden. Im Vedischen heißt es die Erhöhung der Seele. Die Seele erhöht sich über die Probleme, über die Themen, über die Herausforderungen und auch über den schon gegangenen Weg. Man könnte sagen, das ist die höchste Prüfung, die wir uns selbst auflegen. Die Seele selbst sagt, wir haben viele Prüfungen schon gehabt, viele Prüfungen bestanden und jetzt möchte die Seele als Prüfer schauen. Gut, was war gut, was war nicht gut, was habe ich nicht so geschafft, wie ich wollte, oder wo habe ich vielleicht mich verzettelt, war mit falschen Tätigkeiten unterwegs, mit falschen Menschen, habe mich vielleicht falsch gefühlt oder falsch gedacht, dann etwas falsch wahrgenommen, vielleicht Chancen verpasst, oder vielleicht habe ich etwas nicht getan, was wichtig wäre. Und dieses Alter, welches wir heute hier berechnen werden, anhand der vedischen Numerologie, werden wir heute anschauen und du wirst für dich dann auch herausfinden, wann es für dich endlich soweit ist, dass du freier wirst, dass du einen Überblick über dein Leben bekommst, ein Punkt, ab dem du sagen kannst, jetzt lebe ich und ich lebe so, wie ich will. Ab diesem Punkt kann die Seele gut unterscheiden, was wir noch ändern können und was nicht. Ab diesem Punkt sagen wir so, alles, was ich nicht ändern kann, akzeptiere ich. Es war gut so. Vielleicht waren diese Erfahrungen wichtig. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich liebe es trotzdem. Es war gut für mich. Das, was wir ändern können, ändern wir. Das ist ein heiliger Punkt im Leben eines Menschen, in dem die Seele sagt, wenn wir jetzt weitergehen, müssen wir einiges loslassen. Alles, was unseren Weg beschwert. Irgendwelche Last aus der Vergangenheit. Oder auch Dinge, die wir einfach nicht mehr wollen. Ob es in der materiellen Welt ist oder in der Partnerschaft oder ein Job, eine Beschäftigung, Gedanken, alles Mögliche. Es gibt viele Facetten in dieser Welt. Alles, was uns schwer macht, alles, was unser Leben komplizierter macht, können wir jetzt loslassen. Denn, wie schon gesagt, wir sind oben und wir schauen auf unsere Themen, Probleme und auf unsere Leben von oben. Und wir sehen ganz klar, okay, jetzt verstehe ich den Sinn, warum ich hier bin. Auch den Sinn, warum ich dies oder jenes nicht geschafft habe. Vielleicht wollte ich das gar nicht. Und ich verstehe jetzt, wo ich hin will. Denn ich bin jetzt eigentlich schon erwachsen genug, um zu wissen, was mir gut tut und was nicht. Und das ist das Faszinierende an diesem Punkt, an diesem bestimmten Alter, dass der Mensch die Situation klar sieht
und über viele Dinge lachen kann und jetzt sagen kann, okay, jetzt ist der Punkt zum Leben. Jetzt habe ich die Weisheit, warum das so alles so war. Und ich habe jetzt die Weisheit, meinen weiteren Weg so zu sehen, dass er mir wirklich, wirklich gut tut. Meinen wirklichen Weg. Wie berechnen wir dieses Alter? Dafür brauchen wir einen Geburtstag. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Du kannst gleich an deinem Geburtstag das berechnen. Ich nehme das Geburtsdatum. Dezember 1967. 4. Dezember 1967. Das erste, was wir machen, wir berechnen die Lebenszahl. Die Lebenszahl wird berechnet in der vedischen Astrologie, Numerologie. Es ist eigentlich auch Astrologie, denn die Zahlen sind eigentlich auch wie die Sterne, sind Energien, Symbolen für Energien. So, 0 plus 4 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 6 plus 7, jede Zahl einzeln, bekommen wir die Zahl 30. Wir brauchen aber eine Zahl von 1 bis 9. Das heißt, wir müssen die Zahlen oder diese Zahl, die beiden Zahlen miteinander addieren. 3 plus 0, 3. Die Zahl 3. Jetzt nehmen wir die Zahl 36. Das ist eine heilige Zahl, goldener Schnitt. Und diese Zahl gilt für alle, die sogenannte Konstante. Für alle Geburtstage, Geburtsdaten. Und addieren und ziehen von der Zahl 36 die Lebenszahl ab. 36 minus 3 und bekommen die Zahl 33. Die Zahl 33 hat auch eine Bedeutung. Da verstehen wir in diesem Alter auch etwas, aber das ist jetzt nicht unsere Berechnung. Der nächste Schritt, wir addieren zu dieser Zahl die Zahl 27, auch eine Zahl, eine Konstante, die für alle Berechnungen gilt, für alle Berechnungen, um diesen Punkt der Freiheit zu berechnen. 33 plus 27. Die Zahl 27 ergibt in der Summe, in der Quersumme, die Zahl 9, die heilige Zahl 9. Das ist eine heilige Zahl und eine Konstante für alle Menschen. Genauso wie die Zahl 36, 3 plus 6, 9. 9 ist eine heilige Zahl, die Zahl von unserem Universum. Und beide Zahlen sind Konstanten für alle Berechnungen von dieser Art. Das heißt, das Einzige, was individuell ist, ist die Lebenszahl. 33 plus 27. Wir bekommen die Zahl 60. Die Zahl 60 ist das Alter der Freiheit für diese Person. Wie alt ist die Person jetzt? 57. 3 plus 4 ist 57, also noch 3 Jahre und der Mensch wird einen Überblick bekommen über sein Leben,
was der Mensch machen will, was der Mensch nicht machen will, wer man überhaupt ist und warum man bestimmte Handlungen gemacht hat, obwohl man die nicht wollte. Man bekommt plötzlich so eine Klarheit, eine Erklärung über vieles, vieles in seinem Leben. Deswegen sagen wir, das ist das Alter der Freiheit. Der Mensch wird plötzlich, kann plötzlich sehen und versteht den Gottesplan. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und hat dir eine Klarheit darüber gebracht, wann dieses Alter für dich antritt. Und ich bedanke mich. Bis zum nächsten Video. Deine Inga. Thank you.